hunderte zusätzliche Soldaten an der Grenze zu Mexiko. Die USA bereiten sich auf einen Ansturm von Migranten vor. Hintergrund ist das Auslaufen von Title 42, einer Regelung aus Corona-Zeiten, die eine schnelle Abweisung von Asylsuchenden erlaubte. Von heute Nacht an gelten neue Einreisebestimmungen. US-Heimatschutzminister Mayorkas warnte wörtlich vor potenziell sehr schwierigen Herausforderungen im Grenzgebiet. Der Grenzzaun in El Paso in Texas wirkt wie ein mächtiges Bollwerk. Doch zuletzt drängte auch hier eine Rekordzahl an Migranten in die USA. Mit dem Auslaufen der umstrittenen Corona-Regel Title 42 könnten es nun noch deutlich mehr werden. Wir haben eine unglaublich großzügige Gemeinde. Viele Bürger helfen uns bei der Versorgung der Asylsuchenden. Aber das kann nicht für immer so weitergehen. Das muss irgendwann ein Ende haben. Die Kommunen überfordert und auch das Asylsystem. Unter Title 42 konnte im Prinzip jeder Schutzsuchende ohne Prüfung seines Asylanspruchs abgeschoben werden. Nun muss wieder jeder Fall einzeln geprüft werden. Daher arbeitet die US-Regierung unter anderem daran, Registrierungszentren in Lateinamerika zu errichten, die Migranten dort ihren Asylantrag stellen zu lassen. Wir arbeiten an Regelungen, die Menschen dazu bewegen sollen, auf legalem, sicherem und geordnetem Weg in die USA zu kommen. Gleichzeitig werden wir alle, die keinen dieser legalen Wege gehen, als nicht asylberechtigt betrachten. Doch noch funktionieren diese legalen Wege kaum. Ebenso wenig die Abschiebung so vieler Menschen. Und so räumte selbst US-Präsident Biden ein, die kommenden Wochen dürften chaotisch werden.